Ну, чё стоишь? Выбирай, как мы с тобой поступим. Либо я тебе сейчас мозги тут рядом. Более на... Ja, nein, vielleicht. Was auch immer. Hier mit der ersten Quest von Stalker Shadow of Chernobyl. Lang genug hat's ja nun wirklich gedauert, aber jetzt haben wir sie endlich hier in der Redaktion. Eine erste spielbare Preview-Version. In der ist übrigens noch jeder Text, jeder gesprochene Text auf Russisch. Ja, 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 tschö, jo, tschüss, wir machen das schon. Also nicht wundern, aber alle wichtigen Sachen, die können wir auf Englisch nachlesen in unserem PDA. So, mal zur Erklärung. Der Händler da unten, das ist der erste, den wir so treffen im Spiel. Und der hat uns den Auftrag gegeben, in einem nahen Busdepot einen gewissen Nimble zu befreien. Der hat nämlich einen Flashstick, auf dem unglaublich wichtige Informationen drauf sein sollen. Und die können uns auch nicht schaden, denn wir als Stalker haben nämlich, wie es sich so gehört für Spiele dieser Art, unser Gedächtnis zu Beginn verloren und sind jetzt auf der Suche nach uns selber. Der Händler hat uns gesagt, wir sollen doch bitte mal draußen einen gewissen Wolf treffen. Der hätte tolle Informationen für uns. Das machen wir jetzt auch. Wolf ist der schon etwas erfahrene Stalker, der hier steht. Das kann man ganz gut daran erkennen, dass der schon so einen tollen Anzug trägt. Nicht so wie die Jungs, die da am Feuer sitzen. Das sind nämlich Anfänger wie wir. Erkennbar an Jeans und Lederjacke. Wolf sagt uns jetzt, wir sollen doch mal seine Jungs treffen. Die sind schon beim Busdepot, beobachten den Laden schon eine Weile und haben sicherlich tolle Informationen. Das ist einer von Wolfs Leuten und der macht uns folgenden Vorschlag. Er möchte mit uns das Busdepot stürmen. Wir lehnen ab und sagen, nee, 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 komm, lass mal, wir machen das mal alleine, sonst gibt's zu viel Aufsehen. Eine dumme Idee, wie sich herausstellt, denn wirklich, zu Anfang von Stalker haben sie nichts weiter als diese pinzettenartige Pistole hier mit gerade mal 28 Schuss Munition. Na, großartig. Nichtsdestotrotz ist dieser Auftrag hier zu knacken, selbst wenn es da in den Häusern von Feinden nur zu wimmelt. Stalker ist nämlich alles andere als ein Reinrennen und alles Totschießspiel, sondern man muss da wirklich teuflisch aufpassen. Unter anderem sollte man nicht getroffen werden, denn sonst verliert man nach und nach Blut. Das ist erkennbar an diesem grünen Tropfen, der taucht jetzt nochmal auf, rechts in der Ecke, dann blutet man nämlich so ein bisschen vor sich hin. Wenn er noch grün ist, ist es nicht ganz so gefährlich, sollte er orange oder gar rot werden, ist es dann meistens auch schon vorbei. Gegen Verletzungen helfen Medipacks, die findet man bei erlegten Stalkern. Für die gibt's auch Shortcuts, aber ich wollte Ihnen trotzdem mal schnell das Inventar zeigen. So, jetzt kann's furchtbar losgehen. Mit genügend Munition ausgestattet, sollten wir ja wohl jetzt mal aufräumen können. Einer ist noch übrig. Wo hat er sich? Da ist er! Na toll, jetzt geht auch noch unsere Pistole kaputt. Aber wir haben ja immer noch das Messer. Ay caramba! So. Noch plündern. Und zu Nimble den Flashstick abholen. Der ist uns natürlich auch dementsprechend dankbar. Immerhin haben wir ihn befreit. Bei den meisten NPCs, mit denen sie irgendwie aneinander geraten, können sie dann auch weitere Jobs annehmen. Für Nimble sollen wir jetzt den perfekten Anzug besorgen, aber das machen wir irgendein andermal. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Händler und Sie sehen, das Wetter hat sich dezent verändert und es ist dunkler geworden. Denn Stalker hat tatsächlich die angekündigten Wetterwechsel und den dynamischen Tageszeitenwechsel. So, auf zum Händler, Belohnung abholen und der gibt uns übrigens jetzt die große Main Quest. Хабар принес.